Hallo werter Zuschauer und herzlich willkommen zur Super Saiyan Fan Yu-Gi-Oh! Open. Und dies ist die Eröffnungsrunde ausgetragen zwischen Worm with Wings und Tea Time. Worm with Wings natürlich mit seinem Insektendeck, Tea Time mit ihrem Feendeck. Und bevor wir das eigentliche Duell abspielen, wollen wir doch erstmal die Starthände vergleichen. Worm with Wings hat einen 3-Gigi-Brecher und einen göttlichen Zorn auf der Hand. Außerdem Parasitenparazit und Schildwurm, außerdem Heuschreckenschwarm. Schildwurm, verdammt gut auf der Stadthand, guter Deffer. Parasitenparazit, wichtig für das Insektendeck, um zumindest den Gegner auszubremsen bzw. zu stören. Regegebrech und göttlicher Zorn, hauptsächlich als Konter gedacht. Auf der anderen Seite haben wir die Eröffnungshand bzw. die Starthand von Tea Time. Zweimal Maria die Gefallene, die nicht so eine gute Karte ist. Auf der Starthand schon mal gar nicht. Zuflucht im Himmel. Wichtige Feldzauberkarte für Tea Time. Gut, dass die auf der Starthand ist. Außerdem Sündenbock, mit der man sich sehr gut schon mal eine Wand aufbauen kann, durch die der Gegner erstmal durchkommen muss. Tea Time weiß, dass Worm with Wings ein sehr offensives Deck hat. Dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass Sündenbock gespielt wird. Außerdem noch der Nova-Beschwörer, der von den Starthandkarten wahrscheinlich die schlechteste ist. Allerdings die einzige, die sie als Monster beschwören könnte. Dementsprechend nicht mal ganz so unwahrscheinlich. Okay, und dann schauen wir uns nochmal die Eröffnungsschritt an von Worm with Wings. Er eröffnet. Ja, wir können auch abspielen. So, Worm with Wings beginnt mit dem Platzieren der beiden Fallenkarten, was absolut vernünftig ist, und dem Parasitenparaziten, den er wahrscheinlich in der nächsten Runde flippen will. Ich hätte den Schildwurm als erste Runde erwartet, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, und da sehen wir jetzt, Tea Time beginnt tatsächlich mit den Sündenböcken. Außerdem die Zuflucht im Himmel bereits platziert. Extrem wichtiger Feldzauber. Es wird weiterhin mit der nachgezogenen, nachsichtigen Jungfrau gedefft. Aber bevor Worm with Wings seinen nächsten Zug beginnt, verwendet er tatsächlich den Raigeki-Brecher, wirft den Heuschreckenschwarm ab und zerstört die Zuflucht im Himmel. Was eine verdammt gute Idee war. Und da zieht er den hunderfüßigen Schrecken, der verdammt stark ist, sobald er gerufen wird. Wenn du ihn für Tributbeschwörung, wenn du Tributbeschwörung machen möchtest mit ihm, brauchst du natürlich zwei Monster, was relativ teuer ist für einen 2-6er. Aber wenn man selber keine Monster hat, kann man ihn auch so rufen, dann ist er nur viel schwächer. Macht aber in diesem Fall nichts, denn jetzt wird der Schildwurm kommen. Ja, und da ist er. Durch den Effekt von Schildwurm wird übrigens Opferlamm eingebaut. Parasitenparazit wird geflippt, mischt sich ins Deck. Parasitenparazit ist nun platziert. Ansonsten wird erstmal nur gedefft. Tea Time kann nichts machen. Zieht die tanzende Fee nach. Worm with Wings zieht den Insektenpanzer, möchte aber auch nichts weitermachen. Und jetzt haben wir erstmal ein kleines Stalemate. Tea Time opfert jetzt die nachsichtige Jungfrau für Parsat, den Luftritter. Oder Parshat. Der allerdings nichts weiter macht. Medusa-Wurm wird jetzt platziert von Worm with Wings. Sollte dieser geflippt werden, kann ein Monster zerstört werden. Zum Beispiel Parsat, der Luftritter. Baboku wird platziert. So, jetzt muss ich noch mal kurz Pause machen. Also Baboku wurde platziert von Tea Time. Dann wurde mit Parsat angegriffen, der Medusa-Wurm. Entweder hat Tea Time vermutet, dass es ein Parasitenparazit ist und der verhindert werden muss. Oder sie wollte einfach so gucken, was da ist. 1900 sind nicht so wenig und Parsat macht durchschlagenden Kampfschaden. Und wenn das passiert, könnte Tea Time eine Karte ziehen. Aber jetzt reagiert Worm with Wings mit göttlichen Zorn. Er wirft den Insektenpanzer mit Laserkanone ab und negiert jetzt nicht nur den Effekt von Parsat, den Luftritter, sondern zerstört diesen auch. Allerdings verliert er trotzdem seinen Medusa-Wurm und einige Lebenspunkte. Vorteil jetzt bei Tea Time. Zweiter göttlicher Zorn wurde gezogen und gelegt. Ansonsten macht Worm with Wings erstmal nichts. Nova-Beschwörer kommt raus von Tea Time. Außerdem Fusion nachgezogen. Da Maria die Gefallene schon auf der Hand ist, ist das
ziemlich gut für sie. Sie muss jetzt nur noch eine nachsichtige Jungfrau ziehen. Sie zieht einen glänzenden Elfen, während Worm with Wings einen Parasitenparasit platziert hat. Und durch den Angriff mit Nova-Beschwörer verhindert T-Time, dass dessen Effekt auch greift. So, Insektenpanzer mit Laserkanone wurde wieder nachgezogen von Worm with Wings. Er passt aber wieder. So, was macht T-Time? T-Time opfert jetzt tatsächlich den Nova-Beschwörer für Maria die Gefallene. War das sinnvoll? Ja, 300 Angriffspunkte mehr und mehr Verteidigung. Es ist ein stärkeres Monster in der Situation, aber wirklich viel hilft ihr das jetzt auch nicht, außer sie hofft darauf, dass Worm with Wings Maria die Gefallene zerstört, damit diese dann auf dem Friedhof Lebenspunkte generiert. Nadelwurm wird jetzt verdeckt platziert, das ist gefährlich. Da muss T-Time jetzt natürlich aufpassen, was er macht, aber sie weiß natürlich nicht, dass es der Nadelwurm ist. Und da greift sie ihn auch an und sie verliert 5 Karten vom Deck. Sie hat außerdem eine Spiegelkraft platziert, aber jetzt gucken wir doch erstmal, welche Karten sie verloren hat. Da sind einige gute dabei. Gut, den Nova-Beschwörer, der war vorher schon weg. Sie verliert ein Metallion Herr der Zeit. Das ist bitter. Sie verliert außerdem Zeradias Herold des Himmels. Der ist auch verdammt stark. Gendu ist jetzt nicht so der große Verlust. Tua Latin dafür schon eher. Also drei richtig starke Monster und Schwarzes Loch verloren. Das Gendu ist jetzt nicht so wichtig. Gut, dann machen wir weiter. Bisher gutes Spiel von beiden. Der Arsenalkäfer kommt jetzt raus und er zerstört tatsächlich Maria die Gefallene, aber Waboku wird verwendet. Dementsprechend bleibt Maria die Gefallene noch stehen. Ich weiß nicht, warum T-Time das gemacht hat. Vielleicht hat sie darauf gepocht, dass sie jetzt die nachsichtige Jungfrau zieht. Dann hätte sie eine Verschwörung machen können. So, die beiden Monster wurden jetzt geopfert von Worm with Wings, um den hundertfüßigen Schrecken tatsächlich aufs Feld zu kriegen. Und der Insektenpanzer mit Laserkanone wird verwendet, um den hundertfüßigen Schrecken damit auszurüsten. Damit hat er jetzt einen 3300er. Außerdem wurde eine bodenlose Fallgrube platziert, was genial ist. Jedenfalls an der Stelle von T-Time hätte ich Maria die Gefallene geopfert, dann wäre sie jetzt im Friedhof und T-Time hätte jetzt ein Monster beschwören können. Stattdessen, der unhaltfüßige Schrecken geht jetzt nicht auf Maria der Gefallene, wahrscheinlich, weil sich Worm with Wings in der Zwischenzeit den Effekt von Maria der Gefallene mal durchgelesen hat und festgestellt hat, dass es gar nicht mal so eine gute Idee ist. So, jetzt wurde Seele der Reinheit und des Richts spezial beschworen, allerdings hat Worm with Wings daraufhin die bodenlose Fallgrube tatsächlich verwendet und die Seele der Reinheit und des Lichts sofort wieder verbannt. Dementsprechend hat T-Time jetzt Pech gehabt. Sie hat allerdings Maria die Gefallene für Maria die Gefallene geopfert. Einfach, um sie wahrscheinlich endlich in den Friedhof zu kriegen, damit sie Lebenspunkte generieren kann. Worm with Wings zieht und platziert die Spiegelkraft. Und Wunderphysiker Schrecken greift jetzt tatsächlich Maria die Gefallene an. Warum? Ich habe keine Ahnung. Läuft damit in die Spiegelkraft, die Worm with Wings jetzt schutzlos da stehen lässt. Maria die Gefallene produziert die ersten 200 Lebenspunkte. Zeradias Herold des Himmels wird jetzt verwendet, um die Zuflucht im Himmel zu spielen. Freier Geist des Sieges wird gerufen. Wahrscheinlich nicht die beste Idee, glänzender Elf wäre besser gewesen. So ist jetzt Freier Geist des Sieges und eine zweite Maria die Gefallene im Friedhof durch die Spielkraft von Worm with Wings. Dieser platziert nun die goldenen Äpfel, die ihm verdammt viel helfen werden. Warum, sehen wir garantiert gleich, denn T-Time ist dran und natürlich geht sie in die Volloffensive. Angriff mit tanzender Fee, 1700 Lebenspunkte. Jetzt kommen die goldenen Äpfel. Er kriegt seine verlorenen Lebenspunkte zurück und darüber hinaus noch eine Marke mit den ATK und Defense entsprechend dem, was er gerade bekommen hat. In diesem Fall 1700. Und mit dieser Marke zerstört er einer der Scharfspielwagen tatsächlich. Also er arbeitet weiter daran, durch diese Verteidigung durchzukommen. Bis jetzt hat der T-Time auch noch nicht Lebenspunkte abgezogen und sie bekommt einfach immer mehr dazu. Gezogen wurde jetzt die dritte Maria die Gefallene, glänzender Elf raus und für das schwarze Maisschiff benutzt. Und das schwarze Maisschiff verwendet seinen Effekt, hängt ein süßes Materialmonster ab, in diesem Fall die tanzende Fee. Und ein Monster des Gegners mit exakt den gleichen Punkten oder weniger
wurde zerstört, in diesem Fall die Spielmarke, denn die hat ja ihre Punkte von der tanzenden Fee bekommen. Dementsprechend sehr schlau und umsichtig gespielt von Tea Time. Kann natürlich jetzt mit dem schwarzen Maisschiff nicht angreifen. Ist aber auch nicht weiter nötig. So, gepanzerte Biene, die ist perfekt in dieser Situation. Aber, das ist ein Missplay, das ist ein Missplay. Ich erkläre kurz. Die gepanzerte Biene kann die ATK eines gegnerischen Monsters halbieren. Hätte Worm with Wings, wahrscheinlich hat er es mittlerweile gemerkt, hätte Worm with Wings den Effekt auf das Maisschiff benutzt, hätte er das Maisschiff zerstören können. Und so, wie er es jetzt gemacht hat, liegt das Maisschiff nochmal und kann jetzt die gepanzerte Biene zerstören. Er hat auch nichts, um das zu verhindern. Tea Time sieht dieses Missplay jetzt natürlich und ja, geht auf die Biene. Da hat Worm with Wings sich einen richtigen Schnitzer geleistet. Nicht wirklich gut. Oh, er zieht das Opferlamm. Das Opferlamm ist sehr gut, kauft ihm etwas Zeit in dieser Situation. Er hat jetzt einfach einen Nadelwurm flippen, wäre jetzt vielleicht auch noch eine gute Idee gewesen. Allerdings hätte das Maisschiff dann... Da wurde Raigeki gezogen. Wird jetzt garantiert auch... Ja. Und tschüss Lammspielmarken, tschüss Nadelwurm. Hallo Maisschiff. Eieieiei, das war böse. Worm with Wings muss jetzt was richtig Gutes ziehen. Totenkopf Marienkäfer kann ihm Zeit kaufen in dieser Situation. Das war gar nicht mal so dumm. Göttlicher Zorn liegt jetzt ein bisschen tot auf dem Feld. Denn Worm with Wings hat ja keine Handkarten, um diese Karte aktivieren zu können. Entkräftungsschild draußen, aufrichtig draußen. Weiß nicht genau, warum aufrichtig jetzt in Verteidigung liegt. Vielleicht wollte Tea Time einfach nur auf Nummer sicher gehen. Entkräftigungsschild ebenfalls von Worm with Wings. Und da wurde der Konter gezogen. In dieser Situation ist nicht so wichtig. Aber da hier die ganze Zeit eine verdeckte Falle liegt bei Worm with Wings, denkt sich Tea Time wahrscheinlich, dass es das Beste wäre, da einfach mal auf Nummer sicher zu gehen. Und da wurde die famose Venus-Tribut beschworen. Aufrichtig wurde vorher sogar noch geflippt, einfach nur um zu zeigen, was es war. Höchstwahrscheinlich. Und famose Venus ist jetzt einer der Match-Winner aus dem Deck von Tea Time. Allerdings kommt der Entkräftungsschild und Worm with Wings kauft sich nochmal ein bisschen Zeit. Er muss jetzt aber was Gutes ziehen, sonst wird er an der famosen Venus scheitern. Und der Heuschreckenschwarm hilft ihm absolut gar nichts in dieser Situation. Und da wird auch noch die nachsichtige Jungfrau gezogen. Das ist Pech für Worm with Wings. Und das absolute Glück für Tea Time, denn die kann jetzt ihre Fusionsbeschwörung von der heiligen Johanna machen. Und ja, an dieser Stelle ist es, glaube ich, fair zu sagen, dass Worm with Wings verloren hat. Ich glaube, ja, Raigeki-Brecher bringt ihm absolut gar nichts. Er kann nichts abwerfen. Er spielt sie trotzdem, wahrscheinlich um zu bluffen. Aber an dieser Stelle muss man einfach mal sagen, Worm with Wings hat verloren. Da kann er machen, was er will. Tea Time hat einfach das bessere Feld. Sie hat nicht einmal Schaden genommen, sie hat 11.600 Lebenspunkte und sie hat genug Schaden auf dem Board, um Worm with Wings zu besiegen. Und da war der Todesstoß. Die erste Runde, beziehungsweise das erste Duell, geht damit an Tea Time. So, jetzt ist die Side-Deck-Phase vorbei. Wir befinden uns in dem zweiten Duell, beziehungsweise die zweite Runde von Worm with Wings gegen Tea Time. Und erstmal wieder die Handkarten. Kreuzschwertkäfer, Bohrkäfer, Arsenalkäfer und die gepanzerte Biene als Monster. Eine ganze Menge Punkte, allerdings bringt der Arsenalkäfer auf der Standhand relativ wenig. Der bringt eher was, wenn du mit Käfern schon Board-Control hast. Gepanzerte Biene ist gut, Bohrkäfer ist, naja... Und Kreuzwertkäfer ist ziemlich gut. Außerdem ein göttlicher Zorn. Wenn wir uns jetzt allerdings die Starthand von Tea Time angucken, die ist einfach deutlich besser. Glänzender Elf, sehr gut auf der Starthand. Zuflucht im Himmel wieder auf der Starthand. Die Eisenschrottvogelscheuche ist sehr böse auf der Starthand. Und Tualatin und Metaion, Herr der Zeit. Zwei verdammt starke Tributmonster. Also in diesem Fall hat Tea Time einfach mal die deutlich bessere Starthand, muss man einfach mal sagen. Anfangen tut aber wieder Worm with Wings. Und er fängt an mit Bockkäfer, göttlicher Zorn. Bockkäfer ist jetzt nicht die ideale Startkarte, würde ich behaupten.
Jo, also Tea Time relativ humorlos, Zuflucht im Himmel gespielt, Eisenschutt Vogelscheuche platziert, glänzende Elf gespielt und jetzt wird angegriffen und Borkäfer wird auch relativ klanglos zerstört. Und jetzt, da die Eisenschutt Vogelscheuche draußen ist und Worm with Wings nur ein Monster beschwören kann, sieht es sehr schlecht für ihn aus. Denn egal was er macht, da benutzt er die Biene. Er benutzt noch nicht mal den Effekt, er greift einfach an. Da sieht er jetzt Eisenschrott Vogelscheuche. Und mehr kann er nicht machen. Angriff wurde annulliert, Eisenschrott Vogelscheuche dreht sich wieder um. Kann sie zwar nur einmal pro Runde machen. Aber wenn Worm with Wings nicht mehr als ein Monster aufs Feld kriegt, jede Runde, dann kann er nichts machen dagegen. Da wird die Biene zerstört. Heuscheningen macht den glänzenden Elf stark genug, um das zu vollbringen. T-Time hat auch Freya Geist des Sieges auf der Hand, die den glänzenden Elfen noch stärker machen kann. Worm with Wings zieht einfach nur den Heuschreckenschwarm. Kreuzkäfer geht auf Heuscheningen, was vernünftig ist. Allerdings mit der Eisenschrottvogelscheuche wird aus dem Angriff nichts. Und ich denke, es ist safe to say, dass T-Time den Kreuzkäfer nicht einfach auf dem Feld lassen wird. Da kommt wieder der Angriff durch den glänzenden Elf. Heuscheningen, Freya Geist des Sieges. Und wir sind bereits jetzt so weit, dass ich mit Bestimmtheit sagen kann, dass Worm with Wings dieses Duell und auch das Match verlieren wird. Denn egal was er macht, er kann immer nur ein Monster aufs Feld bringen. Die Eisenschrottvogelscheuche negiert jeden Angriff, den er machen könnte. Jetzt gleich wird eine Tributbeschwörung stattfinden, da lege ich mich fest. Aufrichtig auch noch gezogen. Da ist die Tributbeschwörung Tualin 3200er. Da wird aufrichtig noch benutzt, aber göttlicher Zorn, um auf. Ja, gut, damit ist es kein One-Hit-KO. Oder kein One-Hit-Kill durch diesen Angriff. Aber realistisch betrachtet, nichts, was Worm with Wings ziehen könnte, würde ihm helfen. Heuschreckenschwarm ausgerüstet mit dem Panzer 1700. Er könnte Freya nicht mal angreifen, denn Tualatin zwingt ihn anzugreifen. Aber dieser Angriff könnte auch mit Eisenschrottvogelscheuche verhindert werden. Und da kommt Victoria und spätestens jetzt wissen wir, das wird nichts mehr. Ja, Worm with Wings in der zweiten Runde sang- und klanglos, ohne große Chance. Einfach das schlechtere, die schlechtere Starthand gehabt. Und ohne einmal Schaden zu nehmen, hat Tea Time einfach mal Worm with Wings an die Wand gespielt. Ich weiß nicht, ob das Deck besser war oder Worm with Wings einfach schlecht war. In der ersten Runde hat er ein paar heftige Misplays gemacht. Tea Time absolut verdient 2 zu 0 gewonnen. Das war die erste Runde der sowas wie ein Fan Yu-Gi-Oh! Open. Wir sehen uns beim nächsten Match.